Nach 10 Jahren Blockade haben die Regierungen der EU-Staaten Vorschlänge des Europäischen Parlaments zugestimmt, um mehr Frauen an die Spitze börsennotierter Unternehmen in der EU zu bringen. Ab 2026 können EU-Staaten nun wählen. Entweder gibt es mindestens 40% Frauenanteil in Aufsichtsräten oder 33% aller geschäftsführenden Vorstände und aller Aufsichtsräte sind weiblich. Ein Mitgliedstaat kann sich also entscheiden, eine niedrigere Quote anzuwenden, wenn diese auch für geschäftsführende Vorstandsmitglieder gilt. Die Richtlinie braucht Biss und deshalb setzen wir auch Strafen ein, also um ein ausreichendes Instrument zu haben. Die Quote gilt übrigens auch für Männer. Es profitiert also immer das Geschlecht, das in einem Gremium unterrepräsentiert ist. Die Tatsache, dass wir dieses Ergebnis erzielen konnten, zeigt, dass es eine politische Dynamik gibt. Ich denke, dass in den verschiedenen Mitgliedstaaten die Erkenntnis gereift ist, dass Business as usual in Bezug auf fortschrittliche Politik und Gleichstellung nicht funktioniert.